Ist dir immer recht. Vor allem, wenn die Sonne scheint. Da geht's dir wieder. Komm, ja, oder? Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Stadtgespräch. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Michael Heidinger. Hallo Michael. Grüß dich, Tim. Hi. Ich habe ja die große Ehre, dich zu duzen, aber wie spricht man dich eigentlich generell am besten an? Am besten immer mit dem Namen. Mit Namen Dr. Michael Heidinger, Chef oder Bürgermeister? Nein, den Doktortitel bitte weglassen. Okay. Michael Heidinger ist völlig in Ordnung. Okay. Bist du gut in das neue Jahr reingerutscht? Auf jeden Fall. Ja. Für mich war es ja wichtig, nach einem anstrengenden Jahr 2015 mal richtig Ruhe zu finden. Die habe ich gefunden. Ich habe schön im Kreise von Freunden Silvester gefeiert und dann eine Woche in Amsterdam gewesen. Das war natürlich hochgradig spannend. Okay. Die Zeit auch genutzt, Bücher oder Filme zu gucken, also Bücher zu lesen und Filme zu gucken? Absolut. Ne? Ich lese gerade eine spannende Biografie von Gustav Noske. Das war der erste sozialdemokratische Reichswehrminister. Spannende Zeit der Deutschen Revolution, wo viele Dinge kritisch diskutiert worden sind. Also das habe ich echt mit Bereicherung gelesen. Was sind deine Ziele für 2016? 2016 soll ein Jahr sein, wo wir Dienstlagen weiter nach vorne bringen können. Wir haben viele tolle Projekte, die wir angegangen haben. Gerade gestern haben wir die neue Planung für den Bahnhofsvorplatz vorgestellt. Wir sind ja dabei, eine Hochschule zu gründen. Das ist für Dienstlagen wirklich ein ganz tolles Projekt, wo wir jungen Menschen hier in unserer Stadt auch nochmal was anbieten können. Da freue ich mich drauf und da haben wir tolle Partner, mit denen wir das zusammen realisieren können. Christoph Maria Herbst hat ja hier seine Karriere begonnen. Kannst du da noch mal kurz erzählen, wie es eigentlich zustande gekommen ist, dass hier die Karriere begonnen hat? Ja, wir sind natürlich stolz darauf, dass Christoph Maria Herbst immer sagt, ne, dass Dienstlaken sozusagen die Wiege seiner schauspielerischen Karriere war. Und das ist so gekommen. Er hatte ja eine ganz andere Ausbildung. Er war Bankkaufmann, wenn ich das richtig sehe. Und als Bankkaufmann sozusagen eine Schauspielausbildung zu finden, war schwierig. Und dann kam die Burg auf Bühne Dienstlaken, die sich ja dadurch auszeichnen, dass sie Talente einfach frühzeitig erkennen. Er hat gesagt, das ist unser Mann, hat ihn ausgebildet und der Erfolg gibt uns recht. Und das Schöne ist, dass Christoph Maria Herbst immer wieder darauf hinweist, dass er in Dienstlaken sozusagen seine Karriere begründet hat. Da sind wir stolz drauf und ist ein schönes Zeichen auch für die Burg auf Bühne Dienstlaken. Guckst du Stromberg? Und wenn ja, was ist dein Lieblingszitat? Das ist eine richtig tolle Sendung. Lieblingszitat ist natürlich, zu viel Kompetenz macht unsympathisch. Was kannst du jungen Menschen raten, wenn sie sich für Politik interessieren? Was muss man mitbringen, um Politiker zu werden? Ja, den jungen Menschen sage ich, in dieser Stadt werden tagtäglich unglaublich viele Entscheidungen getroffen, die auch junge Menschen betreffen. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Entscheidung zu treffen, mit oder ohne Jugendliche. Wenn Jugendliche sich nicht beteiligen, machen wir es ohne. Und ich glaube, das ist kein guter Weg. Okay, wir gehen jetzt rüber zu der Altstadt und führen das Gespräch weiter. Super, machen wir. Ach, Herr Heidinger. Hallo. Hallo. Alles gut? Warst du eigentlich mal Klassensprecher? Ja, einmal hat es geklappt. Ich habe mich verschiedene Male beworben und da, wo es geklappt hat, wenige Stimmen Vorsprung, war ich stolz drauf, aber das Leben ist manchmal hart. War dein Berufswunsch eigentlich immer Politiker? Nein, ich wollte als kleiner Junge wollte ich Busfahrer werden. Das hat mich immer fasziniert. Ich bin damals von einem Schulbus abgeholt worden. Und ich wollte einmal Herr dieser Knöpfe sein, weil wenn er auf diesen roten Knopf gedrückt hat, dann ging die Tür auf. Das ist wirklich klasse. Du tust was und es passiert was. Hat dann nicht geklappt. Wie hat deine politische Karriere eigentlich begonnen? Es fing eigentlich an, dass ich Referent der SPD-Landtagsfraktion geworden bin. In der Partei war ich natürlich schon länger, seit 1986. Da bin ich damals eingetreten. Aus tiefer Überzeugung, dass das der politische richtige Weg ist. Und hatte auch immer überlegt, irgendwo in einer Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik auch arbeiten zu können. Bin dann bei der Bundesanstalt für Arbeit angefangen. Aber dieser engere Draht zur Politik, der ist eigentlich erst dadurch zustande gekommen, dass ich Referent der Landtagsfraktion wurde. Und aus dieser Funktion heraus bin ich auch damals gefragt worden, ob ich bereit wäre, als Bürgermeisterkandidat hier in Dienstlagen anzutreten. Wo kannst du dich am besten erholen? Am besten erholen. Ja, wenn ich das Büro sagen würde, wäre es peinlich. Nein, am besten natürlich zu Hause. Aber hier gibt es so viele schöne Stellen, wo man toll spazieren gehen kann, gerade auch am Rhein. Das liebe ich und das ist meine Heimat. Okay, wir kommen jetzt zu der letzten Rubrik, zum City-Schnellcheck. Allerdings nicht hier, sondern im Burg Innenhof. Jawohl, kommen wir auch noch.
Welchen Claim würdest du Dienstlaken geben? Ja, definitiv. Dienstlaken ist das grüne Tor zum Ruhrgebiet. Übrigens, wir wollen dieses grüne Tor auch oben auf der Halde aufbauen. Das kann ich dir sagen, wird das Selfie-Motiv von Dienstlaken schlechthin. Dieses grüne Tor, architektonisch schon gestaltet, natürlich bezahlt mit Fördermitteln, wird auf der einen Seite das Ruhrgebiet stehen haben, auf der anderen Seite des Niederrheins. Wir werden dort eine Linie zeichnen. Und dann, lieber Tim, werden wir beide mit einem Schritt vom Niederrhein ins Ruhrgebiet treten können. Das wollen wir machen und das wird klasse. Und dann kommen wir zur letzten Rubrik, das ist der City-Schnellcheck. Das heißt, du musst Fragen ganz, ganz schnell beantworten. Ja. Die erste Frage, TV in Hiesfeld, wird 2016? 110 Jahre alt. Sehr gut. Mein bester Witz. Mein Hund jagt immer Leuten auf dem Fahrrad hinterher, bis ich ihm das Fahrrad weggenommen habe. Ich habe auch einen. Wo wohnen Katzen? Keine Ahnung. Im Mietshaus. Ja, das ist sehr gut. Mein Lieblingszitat. Was nützt aller Sonnenaufgang, wenn wir nicht aufstehen? Du kommst ja aus Münster. Was hat Dienstlaken, was Münster nicht hat? Das Flair des Ruhrgebiets. Dann die letzte Frage. Mein Ziel für 2016 politisch und auch privat. Ja, 2016 würde ich mir wünschen, dass die Ziele der Stadtentwicklung weiter vorangehen, dass die Hochschulgründung funktioniert, dass wir mit unserem Bahnhof vorangehen, dass auf dem Zechengelände jetzt das passiert, was wir haben wollen. Das wäre eine wirklich tolle Geschichte und vor allen Dingen, dass wir das Flüchtlingsproblem hier in Dienstlaken in den Griff kriegen. Das sind die Herausforderungen. Ja, und privat wünsche ich mir viele Momente, wo ich den Dingen nachgehen kann, die ich liebe. Muße, lesen und all die Dinge, die schön sind. Michael, ich danke dir für das Stadtgespräch und wünsche dir für 2016 alles Gute. Tschüss und auf Wiedersehen. Tim, herzlichen Dank, alles Gute, Glück auf.